number three. Modern man's got prehistoric tragedy. A colossal fossil fuel, unlike anything before. Between the reckless raptors and the extreme dinosaurs. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. Tails that snap like thunderclaps. Talking, stalking, raptor trap. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. The classic and Jurassic form. Befehlen gehorchen. Ich habe euch geschaffen. Kommt nicht in die Tüte. Der nächste Versuch. Mehr Boshaftigkeit, weniger freier Wille und Unabhängigkeit. Ich bin Argur Sordak, euer neuer Meister. Voll cool. Was liegt an, Mann? Raubsaurier mit Verstand. Eine gefährliche Kombination. Ihr seid sprechende Dinosaurier. Die Raubsaurier verspeisen euch als Snack zwischendurch. Das wollen wir doch erstmal sehen. Die Waffe wurde für eine andere Dimension entwickelt. Wer weiß, was sie hier anrichten wird. Ein Erdbruste bricht auf! In den Tiefkühlkammern sind wir sicher, bis Hilfe eintritt. Dieser Fund ist 65 Millionen Jahre alt. Und die Geräte hier stammen aus Detroit ca. 1957. Umwerfen. Ein haarloses, sprechendes Säugetier. Ich hasse diese Eiseskälte. Es muss doch eine wärmere Gegend geben, in der wir nach unseren Artgenossen suchen können. Na klar doch, in den Tropen. Obercoole Idee, Hex. Entschuldige den Karlauer. Ihr Jammersaurier, ihr wimmert ja wie kurz vor dem Aussterben. Ein Raubsaurier kennt keine Kälte. Wir sind eine starke, stolze Rasse. Hart und widerstandsfähig. Uns macht diese Kälte nicht das geringste Achi aus. Ja. Hey, lass den Blödsinn. Wir müssen unsere Artgenossen systematisch suchen. Und zwar von einem Ende dieser frostigen Welt bis zum anderen. Ich schlage vor, wir heizen ihn richtig ein. Spitter, du willst doch sicher nicht, dass wir die Letzten unserer Art sind, was, mein Kleiner? Wenn es uns gelingt, aus dieser unwirklichen Eiskugel ein dampfendes Saurier-Sauna-Paradies zu machen, wollen wir es mit unseresgleichen teilen. Wir werden sie bevölkern. Wir müssen unsere Artgenossen finden. Was ist das? Riecht wie Öl. Der Geruch kommt mir irgendwie vertraut vor. Zum Teufel mit unseren aus der Art geschlagenen Artgenossen. Die miesen Weicheisaurier haben das einzige Geschenk zerstört, das mir der liebe Argur je gemacht hat. Außer meiner Intelligenz. Darf ich mal? Schon wieder typischer Fall von übertriebenen Werbeversprechen. Hier steht ganz deutlich, so scharf, dass Ihnen flammende Flammen aus der Kehle schlagen werden. Ich frage euch, wo bleiben die Flammen? Geh mal zur Seite. Ausgesprochen praktisch. Sehr gut, Hex. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich schon fast in einem kuschelig warmen, rotglühenden Lavastrom eintauchen. Dieses Öl. Ich verstehe, warum es den Menschen so viel bedeutet, aber wir können es zu weitaus besseren Dingen verwenden als sie. Das Gesetzbuch besagt ganz eindeutig, Kriminelle müssen energisch verfolgt, aufgespürt und schließlich verhaftet werden. Artikel 752 Absatz 65. Aber wir folgen Ihnen doch energisch, Captain. Bullseye hatte den Feind bereits lokalisiert, als uns dieser Schneesturm dazwischen kam. Keine faulen Ausreden, T-Bone. Das Gesetz ist das Einzige, was uns von den drei Lappenkrebsen unterscheidet. Das darfst du niemals vergessen. Wie künftig. Was war das? T-Bone? T-Bone! Oh.
Anscheinend ist die Verbindung ein ganz klein wenig eingeschnallt, Captain. T-Bone? Oh, oh. T-Bone, bitte melden. Was für ein Riesenpech. Die Leitung ist gestört. Sonnenöl gefällig? Schützt die Haut vor frühzeitigem Altern durch UV-Strahlen. Bullseye, wir sind 65 Millionen Jahre alt. Vergiss das bitte nicht. Und ich habe nicht vor, auch nur eine Minute älter auszusehen. Außerdem fährt die Damenwelt voll darauf ab. Passt mal auf. Hey! In der Fernsehwerbung sah das aber anders aus. Es riecht, als ob irgendwas brennt. Viel schlimmer. Es riecht nach Raubsauriern. Du übernimmst die Luftaufklärung, Bullseye. Wir treffen uns auf dem Gipfel. Mit den fahrenden Sesseln sind wir vielleicht schneller, T-Bone. Hey, gute Idee, Stax. Die Menschen lieben es offenbar, in der Schlange zu stehen. Zweifellos eine sehr eigentümliche Spezies. Eiszeitlich cool, Jungs. Das müsst ihr auch mal versuchen. Skiliften ist ein toller Sport. Vielleicht nachdem wir diese Umweltkatastrophe verhindert haben? Es sind die Raubsaurier. Keine Frage. Sie haben eine schmierige Flüssigkeit angezündet, deren Geruch mir irgendwie bekannt vorkommt. Diese halbentwickelte Lebensform. Welch hochinteressante Art der Fortbewegung. Schicken wir sie zurück in eine andere Eiszeit. Versteinern wir sie, meine Freunde. Es ist gefährlich, mit dem Feuer zu spielen. Ah, vielleicht für einen verklemmten Idiotosaurus wie dich. Ich werde die Gegend ein bisschen aufheizen, damit sie saurierfreundlicher wird. Das wirst du bleiben lassen. Wir müssen sofort diese Brände löschen. Das Lastgehüpf bleiben! Durch diese Brände wird aus dieser winterlichen Eiswüste ein urgemütliches Sumpfgebiet. Davon träumst du nur, Spitter. Her damit! Chili-Soße, sehr interessant. Und äußerst wohlschmeckend. Bescheuerter Stegosaurus! Was soll der Quatsch? Beeilung, Jungs! Der Saurier rum! Wieder! Nein! Wir sehen uns wieder! Alles klar! Ausgezeichnet! Scharoll stark! Gut, dann löschen wir endlich diese Freudenfeuer. Es geht doch nichts über ein schönes Dampfbad. Ich find's geradezu urgemütlich, jawohl! Ihr Patrouille, bitte melden! Ich erwarte einen vollständigen Bericht hier in der Zentrale. 64 Regelüberschreitungen. Eure Vorgehensweise ist mehr als beschämend. Aber wirkungsvoll, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen, das gebe ich zu. Aber
Gewonnen? Wir haben sie unschädlich gemacht, aber Chedra. Aber die Vorschriften besagen... Die Vorschriften möchte ich aber bitte mal sehen. Chedra, lies bitte mal vor. Das interessiert mich. Die Leitung von staatlichen Fischzuchtanstalten. Aber gern. Wenn du darauf bestehst, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ihr wollt die stumpfsinnigen Dinosaurier loswerden? Kein Problem. Ich besorge uns ein paar illegale Atomwaffen und wir blasen sie zurück in den Jurassic Park. Du hast so viel Grips wie ein Saurier, Hax. Hast du schon vergessen, was vor 65 Millionen Jahren mit unserer Erde passiert ist? Ich liebe Argor so sehr, als wäre er mein leiblicher Vater, aber seine Waffen sind schuld an dieser Eiszeit. Wer weiß, was diese Atomwaffen anrichten würden. Und jetzt kommt beide mal her. Meinen Nachforschungen zufolge befinden sich überall auf der Welt reiche Ölvorkommen. Wenn wir sie in Brand setzen, wird der Rauch den ganzen Planeten einhüllen. Die Wärme wird darunter festgehalten. Und dann wird aus diesem frostigen Eisklotz ein kuscheliger, feuchter, 130 Grad warmer Sumpf. Wenn wir ein paar Ölquellen mehr anzünden, schaffen wir es auf 150 Grad. Auf die 150! Eure Bude ist eine Katastrophe. Ihr seid eine hoch angesehene Spezialeinheit. Das erfordert auch eine besonders hohe Disziplin. Chedra, gewöhnlich macht man eine Stubenkontrolle, nachdem die Betreffenden aufgestanden sind. Holen Sie sich Ihren Frisiersalon nach Hause mit unserer vielfältigen elektrischen Haarschneidemaschine. Schneiden, dünnen, rasieren, ondulieren, Wasserdauer und Riesenwellen, alles ist möglich. Zum unglaublichen Superschleuderpreis von nur $275. Rufen Sie jetzt an! Bullseye, wir sind Dinosaurier. Aber man braucht keinen modernen Frisiersalon in seinem Heim, wenn man keine Haare hat. Raubsaurier-Alarm. Riesige, echsenartige Außerirdische werden von einem Polizeiscanner in Los Angeles gemeldet. Nehmt diese Eiswerfer mit, aber vergesst nicht, Vorschrift 329 Absatz 10 regelt den Einsatz von Eiswerfern. Vorschrift 329 ist überaus wichtig. Ich mache mir aber mehr Sorgen wegen 835. 835? Ich wusste gar nicht, dass diese Vorschrift sich auch mit Eiswerfern befasst. Tut sie gar nicht. Spike? Spike! T-Bone, sieh dir das mal an! Was ist das für eine Bude? Und was ist dieses Öl für ein Zeug? Wen interessiert das? Solange es nur heiß brennt und reichlich Rauch entwickelt. Und jetzt beginnt das Zeitalter der Raubsaurier! Es ist höchste Zeit, dass ihr ausgeschopft ins Museum kommt. Angeblich haben sich die Saurier zu Vögeln weiterentwickelt, weil du noch fliegen kannst. Jetzt erst. Das nenne ich heiß. Direkt auf das Feuer zu! Ich würde zu gerne weiter zuschauen. Aber überall warten Ölquellen auf uns, damit wir sie ins rechte Licht rücken. Okay. Wärmen wir die Eiskugel richtig auf. Sauriersumpfparadies, ich komme! Wir müssen sie retten! Herzlichsten Dank, Jungs. Ausgesprochen wirkungsvoll. Bullseye und ich kümmern uns um die Brände. Du machst dich mit Spike auf die Suche nach den übergewichtigen Kaulquappen. Bringt ihnen bei, dass man nicht mit Feuer spielen darf. Ich glaube, die Aufgabe wird mir Spaß machen. Ja.
unter diesen Teerkuchen muss sich ein Ölsee befinden. Wir müssen verhindern, dass sich die Brände weiter ausbreiten. Und wie sollen wir das anstellen? Wir sind hochqualifizierte Spezialsaurier. Wir lassen uns etwas einfallen. Gute Idee. Riecht faul und muffig hier drin. Was haben wir für ein Glück? Mmh. Wie ein Pinienhain im Frühling. Riecht echt gut, was für ein Sonderangebot. Spürst du das? Was? Schnell! Das müsste genügen. Wir haben noch 50 oder so vor uns. Worauf warten wir noch? Yeah! Wir müssen die Flammen irgendwie abdecken. Ich habe eine Idee. Da sind die Kerle. Überlass Bad Rap mir! Hey! Abwärts bitte! Überlasst sie mir! Nein, sie gehören mir! Auf keinen Fall, die übernehme ich! Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment gekommen, dieses Gerät auszuprobieren. Es kann losgehen! Attacke! Was sagst du dazu? Es hat funktioniert! Ich wollte gerne ein paar Worte zu eurem Spiel mit dem Feuer sagen. Also, da wäre zuerst einmal... Das wäre genau das Richtige. Völlig unrealistisch. Ja. Wahnsinn! Echt coole Special Effects! Etwas mehr nach links! Ja! Ja! Sehr gut! Ja! Hä? Aber hallo, wer kommt denn da? Zeugen haben ausgesagt, die Brände wären von einer Gruppe Dinosaurier gelöscht worden. Medizinischen Experten zufolge soll es sich hierbei um eine Art Massenhalluzination handeln, verursacht durch die Gase, die durch brennenden Teer freigesetzt wurden. Freigesetzte Teergrubengase? Ja, na klar, was sonst? Ich verstehe immer noch nicht, warum mir der Geruch von Teer und Öl so bekannt vorkommt. Kommt mit, Jungs. Wow, da ist ein Triceratops. Hallo Kumpel, alle Stachel in Ordnung? Nicht so aus. Hey, da steht Pteranodon. Was machen die alle hier? Hier ist schon wieder dieser Geruch. Ja, jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne. Genauso hat meine Tante Tilly gerochen. Fossile Brennstoffe, Bullseye. Nach 65 Millionen Jahren sind die Knochen unserer Vorfahren zu Öl geworden. Was? Das ist vielleicht eine Tante Tilly. Na, Kumpels, alles in Ordnung bei euch? Wir sind wirklich die Letzten unserer Rasse, nicht wahr? Ja, das ist ein schweres Schicksal. Andererseits könnten wir jetzt auch im Benzintank eines Rasenmähers hin und her schwappen.
Du kannst dann wirklich aufbauen, Triceratops. Ich denke halt positiv. Ich danke. Keine Ursache. Mach ich gern.